So, und willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ja, wir sind wieder mit Nusundra unterwegs, wie immer. Mit wem auch sonst. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den einzigen Weg, den wir noch nicht lang gegangen sind. Also, wenn das nicht vielversprechend klingt, weiß ich auch nicht. Ganz kurz gucken, haben wir das Richtige ausgewählt jeweils? Es sieht so aus. Wir könnten jetzt natürlich mal mit seinen eigenen Waffen schlagen. Ich würde es zumindest probieren. Au. Das war blöd. Ich geb's zu. Und man hört auch schon wieder den guten Bogenschützen die ganze Zeit schießen. Da hinten sollte er, glaube ich, sein. Ich sehe ihn gar nicht. Nee, der Turm ist es auch gar nicht. Welcher war denn das? Der müsste eigentlich in der Richtung ungefähr sein. Vielleicht sieht man ihn von hier nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt trinken, zwangsläufig. Ihr werdet bald sehen, warum. Kann sein, dass wir ein paar Versuche brauchen werden übrigens. Achso. Eine Sache möchte ich noch gucken. Und zwar, ob hier was ist. Ich glaube es zwar nicht. Nö. Na schön. Dann gehen wir da hoch. Und wir sehen, hier ist die weiße Birke. Um sicher zu gehen, ich weiß nicht, ab wann er schießt. Ungefähr ab da, würde ich sagen. Obwohl, hier sind schon... Hier sind schon die ganzen Pfeile. Das merke ich jetzt erst, was das ist. Wo kommen wir hier hin? Hallo. Es hat gerade geruckelt. Ich hoffe, das heißt nichts. Hm. Ich weiß nicht genau, warum man hier hinkommen sollte. Guck mal. Oh nein, wir wurden getroffen. Mensch, es sieht aus, als wäre Vlad der Fehler hier gewesen. Okay. Ich bin mal gespannt, ob ich hier durchkommen werde. Das Problem ist, ich muss jetzt ein bisschen genauer hinhören. Gute Idee, jetzt hier aufzuheben. Da oben steht er. Hat er nicht gerade geschossen? Nee, ich glaube nicht. Habe ich mir nur eingebildet. Ich traue mich gar nicht, die Sachen aufzuheben. Hui, der ist gut geflogen. Wir sollten uns echt nicht lange aufhalten. Schieß schon. Schießt der nicht auf uns? Kommt das, weil wir mit ihm geredet haben? Weil er hat gesagt, er hilft immer gerne. Ich bin mir nicht sicher. Neben der weißen Birke prasseln die Pfeile des Riesen herab. Wirklich? Also, ich weiß nicht, woher die das wissen. Steht das hier irgendwo? Noch ein junger weißer Zweig. Interessant. Ich weiß nämlich aus sicherer Quelle, dass der auf jeden Fall auf einen schießt. Wenn man hier langkommt und noch nicht mit ihm geredet hat. Und toten Knochensplitter. Mensch, können wir jetzt auch verbrennen. Dann ist vielleicht unser Essensflakon stärker. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich finde es gerade sehr entspannt hier. Der tötet für uns all die Gegner. Und wir können hier einfach rumhängen, wie wir wollen. Da. Nee, das ist Abfall. Da. Und Schrein, Verbesserung, Estusflakon. Richtig, ein Knochenfragment, das immer noch brennt. Klingt ungesund. Wir werfen das Leuchtfeuer des Schreins, um die Erholung durch Estusflakons zu verstärken. Die Asche des Leuchtfeuers besteht aus den Knochen der Untoten. Jupp, ist schon öfter aufgefallen, dass da Knochen drunter sind. Und ein Knochen, der immer noch brennt, ist eine wahrlich frische Asche. Wer sich am Tod laben will, muss zunächst zu ihm beten. O Tod, bitte nimm mich noch nicht zu dir. Okay. Ja, ehrlich gesagt, tut mir das jetzt fast schon eher leid, dass wir jetzt hier keine actiongeladene Ausweichsequenz haben. Weil normalerweise ist das natürlich hier, dass der eher auf uns schießt und nicht auf die Gegner. Oder es kann auch sein, dass der nur auf Verbündete schießt. Ich war hier ja nur aus einem Grund schon mal überhaupt. Und das war, weil ich ja einem etwas zu weit geholfen habe. Asche des Bestatters. Und da hat er sehr viel auf mich geballert, aber in dem Fall wohl nicht. Junger weißer Zweig, junger weißer Zweig. Hä? Whatever? Und was ist jetzt die Asche des Bestatters? Da. Ein Schlüssel. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Schreindienerinnen.
Ach ja, Asche der Untoten sollten wir eher geben. Da war ja was. Oder Asche der Verstorbenen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Bap, 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 bap. Das war hinterhältig. Aber wir haben gerade auf jeden Fall Kleidung bekommen. Kleidung des Bestatters. Ne, blaue Klerikerrobe. Ach, cool. Ein von Klerikern, die zu Untoten wurden, getragenes Gewand. Es gehört zu den unverwechselbar leuchtenden blauen Roben. Es heißt, den blau gekleideten Wanderern wurde eine Pflicht anvertraut. Sie trugen große Abdeckungen über ihrem Rücken, um sicherzustellen, dass die Untoten unter ihnen nicht zu Brutstätten der Finsternis werden konnten. Und damit sie aussahen wie eine Schildkröte. Sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ich nehme an, es weiß die komplette Rüstung davon. Oh. Sehen wir ja aus wie eine Nonne mit. Sieht aber erstaunlicherweise auch ziemlich cool aus. Missionarshose, Klerikerhose. Steht da noch was? Die Handschuhe werde ich jetzt nicht extra anziehen. Ich nehme nicht an, dass die einen riesen Unterschied machen. Oder? Nö. Sieht eigentlich fast genauso aus. Gut, dann ziehen wir es mal wieder um. Da. Oder hatte ich noch die. Nee, ich hatte nicht die Arbeiterhose an, ne? Ich bleib erstmal bei meinen Sachen aus Mirror. Mirror's Edge. Aha. Im Brunnen ist nix? Nee. Tja. Okay. Wir kommen hier sehr gemütlich durch. Ich sollte vielleicht nur nach oben gucken, ob hier nicht irgendwo noch ein Feind rumhängt. Jeder weiß ja, den Wäldern in Dark Souls kann man nicht vertrauen. Eigentlich kann man in Dark Souls nichts vertrauen, von daher kannst du auch diesem Stein hier nicht vertrauen. Und jetzt ist das wirklich ein Gegner. Tja. Das war jetzt einfacher als gedacht. Normalerweise greifen einen die Gegner an, der Riese legt seinen Fokus komischerweise auch auf einen. Entsprechend. Riese, schieß. Na? Wo bleibt der Pfeil? Hallo? Das habe ich nicht hingeguckt. Verdammt. Hat er gerade auf uns geschossen? Vielleicht war er auch nur verbuggt? Das wäre natürlich lustig. Nur Testes halber. Nö. Vielleicht hat er dennoch überlebt. Ich weiß es nicht. Da oben liegt noch was auf dem Balkon. Wie kommen wir denn da am besten hin? Am besten wahrscheinlich so. Okay, das haben wir. Und es ist eine Sense. Ich müsste die eigentlich theoretisch schon allein deswegen benutzen. Das Problem ist, ich bin mit Sensen in dem Spiel meistens ziemlich scheiße. Skaliert zumindest C mit Geschicklichkeit. Das ist genauso gut eigentlich wie unser Degen, und den haben wir schon etliche Male aufgewertet hingegen. Fähigkeit Nackenschlag. Eine eigentlich zur Erntearbeit genutzte große Sense, die Schild effektiv umgehen kann. Ihre überaus scharfe gebogene Klinge versetzt Gegner in Angst und Schrecken. Dies liegt sich an ihrem Überlebensinstinkt. Ja, das sieht schon brutal aus. Fähigkeit Nackenschlag. Der auf das Knick ziehende Angriff dieser Waffe wirkt bei einem erfolgreichen Treffer wie ein Kopfhieb und verursacht schweren Schaden. Können wir noch nicht benutzen, weil wir wahrscheinlich nicht genug Stärke haben. Genau. Boah, aber ich gebe zu, das sieht so richtig geil aus. Vielleicht werde ich damit spielen, ich bin mir noch nicht sicher. Oh, eine Sense. Und zwar eine, die sogar mal einen richtig cool gebogenen Griff hat. Okay. Wie war das? Haltung? Nee, das ist ja direkt Nackenschlag, okay. Wenn der sitzt, macht das wohl ordentlich Damage. Aber leider können wir sie momentan ja noch nicht richtig benutzen. Deswegen werde ich erst nochmal meinen Degen behalten. Und es kann auch sein, dass wir, wenn dann das hier. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich machen möchte. Das ist echt ein Problem gerade für mich. Weil ich hätte einerseits gerne eine gute Waffe, die recht schnell ist. Das wäre ja in dem Fall der Degen schon ganz gut. Und dann wäre eben zum Beispiel. Ja, das Kurzschwert schon gar nicht so schlecht, aus dem einfachen Grund, ich hätte auch gerne eine Waffe, die das hier kann. Also so ein Haltungsangriff, mit dem man. Ich glaube nicht, dass das hier eine Illusion ist. Mit dem man eben Schilde durchbrechen kann, weil ich das ziemlich cool finde. Das sieht aus wie ein Bosskampf, aber ein sehr cooler Bosskampf. Versucht Einzelkampf, Fähigkeit wird benötigt. Was haben wir hier?
Absolut gar nichts. Und ich nehme mal fast an, diese Tür hier links, die kennen wir schon. Wieso ruckelt das gerade so? Kommt hier jetzt eine Hexe rein? Auf jeden Fall ist das jetzt, denke ich, der Shortcut. Jo. Wir sind jetzt im Anwesen. Das heißt, hier ist jetzt der Boss. In meinen privaten Spielen würde ich jetzt erstmal, könnte, das heißt nicht immer, aber habe ich ab und zu dann auch die Möglichkeit benutzt, einfach anderen Spielern zu helfen. Und naja, entsprechend dann erstmal herausgefunden, worum es bei dem Boss geht. Ich nehme mal an, es wird das Ding da sein. Qual voraus. Ich überlege gerade, das sieht nach einem Baum aus. Deswegen würde ich mal fast sagen, ich rüste mal eben das Zeug hier aus. Wie geheilt sind wir gerade? Voll. Das ist schon mal nett. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich jetzt gleich auf voll Risk gehe und mich in menschlich mache, aber ich glaube fast nicht, weil. Boah, sieht das geil aus. Alter! Das sieht cool aus. Lichteffekt alleine schon. Ich könnte echt Dracula mal gewohnt haben. Und diese Blumen. Oh, ich finde die Stelle cool. Die werde ich noch verfluchen, aber ich finde sie cool. Oh, hier sind haufenweise Arbeiter. Ob das natürlich so perfekt ist, weiß ich nicht. Oh. Das ist gar kein Arbeiter. Das ist einer von diesen komischen Soldaten. Oh. Kann sein, dass er nicht so begeistert ist. Im Gegenteil, sieht sogar ziemlich unbegeistert aus. Das ist ein dicker Baum. Oh oh. Oh Gott, wo kommt der denn her? Kannst du die mal platt machen? Dankeschön. Das war eigentlich nur ein Witz. Ich würde mal sagen, sprinten hilft immer. Haben wir Schaden bekommen? Nee, ne? Dachte ich nämlich auch nicht. Okay, da dürfen wir nur an den Eiern schlagen. Es sieht echt so aus. Oh, ich glaube, das ist giftig. Aua. Ich sehe aber auch so wenig von ihm. Gibt es hier vielleicht noch einen Trick, dass wir seinen Mutterbaum anzünden können oder so? Ich meine, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass wir nur auf seine, naja, Baumsäcke gehen können. Ich meine, da oben hängen ja auch noch Sachen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Kann man ja auch noch was anderes zielen? Das Schöne ist, wir zielen ja nicht mehr auf die Eier. Oh Gott, hier kommen immer mehr auch. Na wunderbar. Okay, ich schätze, wir sollten sterben. Instant. Interessant. Dann würde ich aber sagen, wir gehen jetzt als erstes mal zu dem Leuchtturm, wo man schneller hinkommt. Und ich bin gerade sehr froh, dass ich nicht das gemacht habe. Ach so. Cliff-Unterseite müsste. Nee. Totensiedlung. Ach doch, Cliff-Unterseite müsste es sein. Ja. Von da müssten wir eigentlich am schnellsten dahin kommen, denke ich. Ich würde ja fast am liebsten mit der Sense dagegen kämpfen. Wie viel Stärke haben wir denn? Stärke, Stärke, Stärke. 11. Das heißt, uns fehlen 3 Stärkepunkte. Okay, das können wir uns aber nicht so schnell. Hallo, Spiel? Was ist denn los? Das lächelt hier wie blöde. Eigentlich ist der Weg mit den Pfeilen ja fast der einfachere, oder? Wenn ich es mir so recht überlege. Und die Hexe hier ist weg. Kommt die erst noch? Die ist hinter uns. Ich bin mir nicht sicher, ob unser Degen da wirklich die gute Waffe für ist gerade. Ah, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch unser. Unser Zeug liegt ganz schön in der Nähe.
Es sieht so nah und doch so fern. Es geht jedes Mal so los, oder wie? Ach je. Ich frag mich, ganz ehrlich, diese Dinger, die da in den... Da oben. Oh, verdammt. Okay, war nur ein Test. Wir sollten hier ein paar loswerden, schätze ich, wenn hier sowieso später so viele auftauchen. Und den hier, ganz ehrlich, erst recht. So, wirst du es jetzt nochmal was bauen? Hey! Autsch. Ey, du Kleiner! Oh oh. Oh, danke. Ich dachte schon, ich hätte jetzt ein Problem. Oh nein, nicht wieder die Sackklemme. Oh, perfekt. Oh, er hat... Ich hab ihn kastriert, das tut mir leid. Wo soll ich ihn jetzt angreifen? What the fuck? Okay, das kam unerwartet. Oh, da hinten liegt was. Das ist das ganz Wichtigste von allem. Oh, ein Großschild, den baue ich jetzt auch sofort. Heimatknochen. Ach, das ist wohl ein Hinweis. Verpiss dich lieber schnell. What the fuck? Soll ich denn da oben dran kommen? Ich sehe nicht mal richtig was. Sorry? Hallo? Hä? Das ist doch viel zu weit oben. Ich glaube, ich kann das mit dem Degen nicht machen. Das geht nicht. Ich komme einfach nicht dran. Irgendwo klingelt hier in der Nähe bei mir ein Telefon. Finde ich nicht so toll. Das ist echt ungünstig, wenn das nicht damit gehen sollte. Ah, ich finde es ja nett, dass man hier so einen Shortcut hat, bei dem man einfach überhaupt keinen Gegner hat. Vor allem Boss, das ist für Dark Souls sehr ungewöhnlich. Finde ich. Aber das Problem ist, wenn wir keine Glut benutzen, habe ich das Gefühl, wir haben keine Chance. Wenn ich runterkomme, werde ich Glut benutzen. Okay? Beziehungsweise ich sollte noch... Sollte ich die Fackel mal ausprobieren? Ach, was Unsinn. Wir legen mal alles ab, was wir nicht brauchen. Schild kann ich eh vergessen. Heilung unwahrscheinlich. Ich würde nur ganz gerne noch etwas ausrüsten. Habe ich? Ah, okay. Ging nach oben noch weiter. Nein, 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 nein. Dich. Weil damit kommen wir vielleicht auch weiter oben dran. Okay? Klingt sinnvoll, denke ich. Und auf Schnelligkeit direkt geht es hier, glaube ich, auch gerade nicht unbedingt. Außer gegen die hier vielleicht. Oh. Hallo. Oh, das ging überraschend schnell. Time to use a glut. Tschüss. Kann ich in der Luft die Waffe wechseln? Nein. Wäre auch zu lustig gewesen. Davon liegt noch unser Zeug, das sollten wir nicht vergessen. Aber er hat doch jetzt am Rücken auch Eier. Ja, funktioniert sogar. Was ist das für eine komische Kamera? Oh oh. Ich glaube, kein guter Moment zum Angreif. Wenn... What the fuck? Hey! Verdammte Scheiße. Weich aus, weich aus, weich aus. Kann gleich zwei Tricks, wie es aussieht. Holy shit. Was tut es denn?
Wo soll ich ihn denn angreifen? Hier? Oh, es geht wirklich. Es ging einmal. Nein. Verdammt nochmal. Irgendwie fühle ich mich hier leicht übervorteilt, weil ich nicht mal sehe, was er tut. Verdammt nochmal. Ich habe jetzt schon kein Estus mehr. Nicht so unbedingt perfekt. Aua. Oh, danke. Weg, weg, weg. Oh nein. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes mehr übrig, als mich mit meinem komischen Heilzauber ein bisschen hoch zu pushen immer. Oh oh. Beziehungsweise jetzt kann ich gerade eh nicht angreifen, wie es aussieht. Nein, ich bleib hier unten. Hallo. Ich mach dem so keinen Schaden. Das ist das, was mich wirklich ein bisschen deprimiert. Was schmeißt du da gerade runter? Ich treffe ihn ja nicht mal. Da ist ein Ei. Hallo? Da ist doch eins. Och Mann. Oh nein. Nein, 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 nicht da rein. Das möchte ich nicht. Mhm. Tut dir deine Hand weh? Oh, die Hand ist aber richtig alt. Da kriegt er ja richtig Damage. Ja, es dauert einen Moment, wa? Au. Au. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber der scheint relativ träge. Meine Güte. Oh. Jetzt haben wir bald wirklich einen kritischen Punkt. Er ist nämlich noch nicht mal halb tot. Und wir sind noch nicht allzu weit gekommen. Komm, gib Pfötchen. Hier, ich bin in der Mitte. So, noch nicht so schnell. Okay, ich habe das Gefühl, ich bin ziemlich schlecht noch bei diesem Boss. Und es könnte tatsächlich von Vorteil sein, wenn ich nicht den Degen benutze. Das Böse ist, wir müssen, wie es aussieht, auch unbedingt Glut benutzen. Ansonsten können wir das echt vergessen. Und ich zünde meine Waffe gleich nochmal an. Möglichst dann tatsächlich die andere. In der ersten Phase ging der Degen ja noch, aber in der zweiten keine gute Idee. Das Kurzschwert habe ich immer noch, ne? Das kann dann wohl auch erstmal raus. Ist jedenfalls hier gerade nicht vonnöten. Eieieiei. Das, was bisher irgendwie am schnellsten ging, war irgendwie drei Gegner hier vorne töten, hinrennen und das Ding dann schnellstmöglich abstechen. So. So. Nein, nein, im Ernst, stirb, danke. Sehr gut. Oh, 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 vielleicht auch nicht ganz so gut. Benutzen. Wechseln. Was? Oh, sterben die? Wow. Fire. Dö, 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 dö. Gib Pfötchen. Danke. Au. Ah, es scheint zu funktionieren. Nein. Böse Hand. Aua, 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 aua. Geht's hier überhaupt weiter? Das wäre nochmal irgendwie die andere Frage. Oh, fuck. Uiuiui.
Das hätte ihm aber jetzt auch nicht gefallen. Ach Mann! Ich wollte gerade schon depressiv werden. Weg! Mist. Oh. Lauf! Nein, das will ich nicht. Ja, schon eher. Gleich nochmal, komm schon. Wo auch immer ich gerade dazwischen gehangen habe, dass ich das überlebt habe, ich habe keine Ahnung. Weg! Was? Dein Ernst? Ich hätte ihn noch einmal treffen müssen! Ich glaub's nicht. Vor allem, ich bin sogar ausgewichen, aber leider genau unter seinen Arsch. Dammit! Aber ich fand, es lief jetzt schon ziemlich gut. Ja gut, also unter dem Hintern von einem gigantischen Baum zu sterben ist jetzt nicht unbedingt gut, aber ihr wisst schon. Hoffe ich. Boah, das Aufregung gerade. Und ich dachte, ich hab's geschafft. Ich frage mich gerade, wie viele Seelen liegen eigentlich da unten? 5000? 6000? Irgendwie sowas dürfte es ja sein. Ich glaube, es waren ja 4500 oder so, dass wir reingegangen sind. Wir haben inzwischen ja etliche Mal diese Gegner hier vorne getötet. Und stirb! 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 Oh oh. Jetzt, komm schon, danke. Einmal Waffe wechseln, einmal Glut benutzen. Sehr gut. Oder auch nicht gut. Einmal heilen. Einmal zu Estus. Nein, nicht zu Estus, verdammt. Was tut es denn? Boah! Lass mich doch erstmal ankommen, meine Güte. Händchen. Manu, da darf ich ihn nicht wieder schlagen. Vor allem, die Hand ist einfach auf der anderen Seite. Nein, das möchte ich nicht. Oh. Er hat uns aber nur umgeworfen, wie es aussieht. Mehr nicht. Autsch. Schnell weg. Und einfach instant heilen. Das läuft gerade nämlich ziemlich gut. Händchen. Komm schon. Nein! Oh nein. Was tue ich denn da? Ich bin noch gar nicht verletzt. Entschuldigung. Ja, komm schon. Haben wir ihn? Haben wir ihn? Haben wir ihn oder haben wir ihn nicht? Ja, wir haben ihn. Sie ist verfluchten Großholzes, Wandlungsofen und fluchtverderbtes Großholz. Errungenschaft. Was ist ein Wandlungsofen? Und es scheint eine große Seele gewesen zu sein. Also eine richtig große. Guck mal. Eine der verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Das steht hier aber auch. Die verschiedenen Flüche fanden ihren Weg in die Untotensiedlung. Die schlimmsten von ihnen wurden in einem Geistbaum gebannt, forderten am Ende aber doch ihren Tribut. Puh, ja gut. Versuch Nummer 4, glaube ich, ne? Das soll mir recht sein. Ich denke, das ist in Ordnung. Aber hier gibt es auch. Hier geht es auch nicht weiter, wie es aussieht. Anzünden tun wir schon mal. Ist hier ein Altar? Hurra für Finsternis. Am Opferaltar beten. Bande der Wirbelsäule darbieten oder verlassen. Ich nehme an, wir bekommen dafür... Bande der Wirbelsäule nicht vorhanden. Ach nee, das ist
Stimmt, ich weiß jetzt warum. Ich dachte, ich hätte das schon, weil ich das mit dem, dieses Item schon bekommen habe mit dem Thumbnail-Charakter. Und zwar bekommt man das, wenn man einen von diesen lilanen Geistern umbringt. Also, wie hießen die nochmal? Irrenfinstergeist? So ähnlich? Irres Phantom, genau. Ja, dann bekommt man so ein Stück einer Wirbelsäule und dann kann man dem hier wohl beitreten. Ja, ne? Habe ich jetzt aber eigentlich nicht vor. Zauber anstimmen. Haben wir eh nicht viel zu tun. Ah, ich würde sagen, wir gehen mal in den Feuerbannschrein und gucken, dass wir vielleicht entweder die Sense mal freigeschaltet bekommen. Oder irgendwie was in der anderen Richtung tun, dass wir eine andere Waffe finden. Ah, Sense fände ich schon ganz cool, ehrlich gesagt. Welcome, host. Very well, then taken. Ja, ich berühre die Finsternis in dir. Es ist schon 31 Minuten schon wieder, verdammt. Zwei verirren uns noch. Benötigte Seelen 5200. Uiuiui. Aber vielleicht bekommen wir auch noch von unserem Zauberkollegen hier unten einen Aufstieg. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Oh, our champion of Ash. Welcome back. I would do it. Kann ich? Then shall we begin, bearer of. Aus irgendeinem Grund haben wir wieder einen Punkt hier frei, aber warum? Ja, weil wir wieder einen Boss besiegt haben, liegt es daran. Es kann nämlich sein. Haben wir hier irgendwas Interessantes eigentlich? Nein. As I have said, Ach, das hast du schon gesagt, I bestimmt. believe. Du, 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 du. Dann. Oh, hello, and in one piece. Gegenstand verkaufen. Will ich denn hier irgendwas verkaufen? Das würde ich gerne mal probieren, ob man das wieder oben bei den Raben abgeben kann. Kälteresistenz. Goodbye, modestly. Ach, wir haben auf jeden Fall hier noch zwei Sachen zu tun. Ah, ich glaube, das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Ist sowieso schon spät. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play Dark Souls 3. Bis dahin. Tschüss.